Willkommen, liebe Zuschauer. Vor einigen Wochen konnte ich Ihnen ja schon den neuen Volkswagen Arteon kurz zeigen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, dieses Auto mal ausgiebig zu fahren. Nun werden einige sagen, naja, das ist ja eigentlich nur ein etwas größerer Volkswagen Passat. Weit gefehlt. Der hat sich optisch und technisch reichlich vom Passat entfernt. Und das ganze Auto stelle ich Ihnen jetzt mal vor. Also, auf geht's! Also wenn man hier losfährt, wird einem sofort klar, dieses Auto hat eigentlich gar nichts mehr gemeinsam oder fast gar nichts mehr gemeinsam mit dem VW Passat. Es gibt hier ein 11,7 Zoll großes virtuelles Cockpit. Auf der rechten Seite dann ein großes Display, 9,2 Zoll groß. Und hier kann man eigentlich alles bedienen. Was auch fehlt, das ist diese altmodische analoge Uhr. Da hat man sich wohl entschlossen, das Ding zu entfernen. VW beweist Mut mit dem Shooting Brake, denn ein typischer Volkswagen ist dieser Arteon sicher nicht. Aber das Interesse ist mittlerweile recht groß. Somit hat VW alles richtig gemacht. Zum Handling kann man sagen, also dieses Auto ist absolut souverän unterwegs. Es gibt natürlich alle Fahrerassistenzsysteme, aber auch wenn man das ausschaltet, muss ich sagen, ist das Auto sehr sicher unterwegs. Man kann das Fahrwerk hier einstellen am Menü. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, sportlich zum Beispiel, das ist meine Einstellung, oder man kann auch individuell die Parameter verstellen. Übrigens, VW bietet auch einen 218 PS starken Plug-in-Hybriden mit einer elektrischen Reichweite von 50 Kilometern an. Es gibt ja ein neues Lenkrad, da gibt es dann digitale Schalter, da ist die Rückmeldung so ein bisschen anders als bei einem analogen Schalter. Und verbunden mit diesem Lenkrad ist auch eine neue Lenkung, die ist progressiv und die vermittelt auch ein sehr gutes Gefühl. Die Rückmeldung an den Fahrer ist absolut spitze, mir gefällt das ganz gut. Er ist sicher ein Hingucker, bedingt durch breite Schultern und eine dynamische Front. Das Heck des Shooting Brake ist gelungen und VW-typisch. Dynamisch sind die Endrohre. Völlig neu ist das Armaturenbrett und wichtige Neuerung ist auch der Travel Assist. Der Shooting Brake ist sicher kein Volumenprodukt, aber in Sachen Design etwas Besonderes. Das ist der Volkswagen für Individualisten. Das ist der besondere Volkswagen mit dem besonderen Styling, ohne dabei jedoch den Volkswagen-Charakter zu verlieren. Wir haben also eine ganz tolle Raumausnutzung bei dem Auto, trotzdem wir so eine herausragende Karosserieform haben. Das trifft auch auf die Arteon-Limousine zu. Selbst in Deutschland gewinnen Limousinen wieder mehr an Bedeutung. In anderen Märkten sind diese Modelle beliebter als bei uns. Es gibt eine ganze Reihe Diesel- und Benzinmotoren für den Arteon und die Leistung gibt es zwischen 150 und 280 PS. Wichtig ist die Information, dass die Dieselmotoren sehr sauber laufen durch ein sogenanntes Twin-Dosing-System. Da wird also zweimal Harnstoff eingespritzt. Und es gibt Wissenschaftler, die haben festgestellt, dass die angesaugte Luft bei einem solchen Dieselmotor dreckiger ist teilweise als das, was hinten rauskommt. So, und für die Hybridfreunde gibt es natürlich auch noch einen, der hat dann einen 1,4 Liter Benziner und die Systemleistung liegt bei 218 PS. Es soll auch noch eine R-Version auf den Markt kommen, also die ganz sportliche. Und die hat dann rund 320 PS zur Verfügung. Das wäre dann meine Auswahl. In Sachen Fahrverhalten muss man auch sagen, dieser Shooting Brake ist ein recht großes Auto. Er fährt sich aber wie ein kleiner, ist unglaublich agil und das macht das ganze Fahren dann sehr positiv. In meinem Auto ist ein 2 Liter 4-Zylinder TDI-Motor installiert, der leistet 200 PS. Ich denke mal, das ist absolut ausreichend. In Verbindung mit diesem Motor gibt es dann auch immer ein 7-Gang-DSG-Getriebe. Das ist für mich absolut komfortabel. Was übrigens auf das ganze Auto zutrifft. Ein Reisekombi der besonderen Art oder, wer möchte, auch eine Reiselimousine mit gleichen Fähigkeiten. Ja, zum Schluss meine Meinung zu diesem neuen VW Arteon als Shooting Brake.
Das Auto ist nicht nur sehr schön, es ist auch sehr vielseitig. Es geht eine ganze Menge rein und man hat hier die neueste Technik an Bord. Das Basisauto, also der Shooting Brake, kostet rund 44.400 Euro und die normale Limousine kostet rund 43.500 Euro. Von mir gibt es einen Daumen hoch und tschüss.